Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Brandenburgerinnen. Wer übererregt und ängstlich ist, der kann keine guten Entscheidungen treffen. Angst wird psychologisch als unaufgelöste Furcht definiert, bei der Ort und Ursache der Bedrohung undeutlich sind und die sich in ängstlichen Stimmungen und Vorahnungen äußert. Furcht bezieht sich dagegen immer auf eine unmittelbar drohende Gefahr und Katastrophe, die konkrete Vermeidung oder Verteidigung möglich macht. Der emeritierte Berliner Politikprofessor Herfried Münkler äußerte sich in einem Interview vom vergangenen Donnerstag wie folgt. Angst ist fast immer eine dysfunktionale Reaktion. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Politik, Angst in Furcht zu verwandeln, also eine diffuse Disposition in ein gerichtetes Vorsichtsverhalten zu verwandeln. Und das nicht nur bei den Spezialisten der Problembearbeitung, sondern auch bei der breiten Bevölkerung. An die Stelle von Angst tritt dann Aufmerksamkeit und Vorbereitung. Dazu bedarf es einer trockenen Analyse. Was ist passiert? Wer ist dafür verantwortlich? Was ist das Ziel? Was sind die Folgen? Und was muss wer tun, um den Folgen zu begegnen und dies in Zukunft zu vermeiden? Zu den Fakten. Ein Diktator wird mit Sanktionen belegt. Daraufhin schafft der Diktator die Visapflicht für sein Land ab, um Migranten in unser Nachbarland Polen zu schleusen. Die wollen wiederum nach Deutschland und kommen über die EU-Binnengrenze nach Brandenburg. Dieser Diktator tut dies mit Unterstützung eines Autokraten, der die Europäische Union spalten und schwächen will. Was ist denn jetzt also unsere Aufgabe als gewählte Repräsentanten des Landes Brandenburg? Artikel 55 der Landesverfassung gibt uns Abgeordneten das Recht, Gesetze für das Land Brandenburg und den Landeshaushalt zu beschließen, die Regierung zu kontrollieren, öffentliche Angelegenheiten zu behandeln, in bundes- und europapolitischen Fragen an der Willensbildung des Landes mitzuwirken. Und die Landesverfassung gibt uns noch weitere Leitplanken. Wir gestalten das Land Brandenburg in einem sich einigenden Europa. Wir streben die Zusammenarbeit mit anderen Völkern, insbesondere mit dem polnischen Nachbarn an. Wir bekennen uns zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und den in der Europäischen Sozialcharta und den internationalen Menschenrechtspakten niedergelegten Grundrechten. Zurück zu den Fakten. Ein Diktator schleust mit Billigung eines Autokraten Menschen illegal über die EU-Außengrenze mit dem Ziel, unserem Nachbarland Polen als Verantwortlichen für die EU-Außengrenze Probleme zu bereiten. Menschen, die von falschen Versprechungen angelockt, frierend, hungernd und durstend zwischen die politischen Fronten geschickt werden und deren Anwesenheit zu politischen Verwerfungen in Polen führen soll. Doch egal, wie hart die Sachauseinandersetzungen auf europäischer Ebene sind, wir lassen unsere Nachbarn Polen nicht allein in dieser Krise. Denn wir sind der Zusammenarbeit und dem sich einigen Europa verpflichtet. Wir lassen keine Menschen in unserem Land herumirren, frieren, hungern und dursten, denn wir sind der Menschenrechtskonvention verpflichtet. Wir weisen auch keine Menschen ab, die Asyl beantragen, denn wir sind der Flüchtlingskonvention als internationalen Menschenrechtspakt verpflichtet. Und darum tun wir als Land alles dafür, dass die Provokationen des Diktators ins Leere laufen. Erstens, die brandenburgische Polizei bestreift verstärkt das Grenzgebiet, um gemeinsam mit der Bundespolizei unsere polnischen Nachbarn beim Kampf gegen Schlepper zu unterstützen, die für den Druck auf die polnische Außengrenze zu Belarus verantwortlich sind. Zweitens, irregulär eingereiste Menschen werden zunächst in die ZABH gebracht, wo wir als Land ausreichend Kapazitäten schaffen, um die Menschen zu versorgen. Drittens, wir reaktivieren Aufnahmekapazitäten, um die menschenwürdige Unterbringung sicherzustellen. Und viertens, wir sorgen organisatorisch dafür, dass die Asylverfahren effizient und möglichst ohne Zeitverzögerung stattfinden können. Das sind die Aufgaben, die wir zu leisten haben. Und unsere Landesregierung leistet dies. Und davon habe ich mich in Eisenhüttenstadt persönlich überzeugen können. Wir tun also das, was richtig ist, zielgerichtet den Teil des Problems lösen, für den wir als Land Brandenburg konkret verantwortlich sind und unsere Nachbarn Polen solidarisch unterstützen. Und auch wir sind nicht allein. Der Bund unterstützt uns als Land
und die EU arbeitet an Lösungen für das ursprüngliche Problem. Und noch mal zu den Fakten. Ein Diktator lässt mit Unterstützung eines Autokraten Menschen ohne Visum einfliegen, um sie dann in Richtung Polen zu schleusen, um Druck auf die EU auszuüben. Uns soll also international, innereuropäisch und national das Leben schwer gemacht werden. Und nichts gefiele diesen Machthabern mehr, als wenn wir vor Angst unsere eigenen Werte über Bord werfen würden und statt an einer Lösung für das Problem zu arbeiten, uns selbst öffentlich zerfleischen. Frage also, warum will die Antragstellerin möglichst früh und anders als die Innenminister nicht erst möglichst spät die Grenzen zu unseren Nachbarn schließen, wo das doch innereuropäisch und wirtschaftlich auch nur wenig Sinn macht, beziehungsweise sehr genau abgewogen werden muss, da wir schon erlebt haben, wie negativ die wirtschaftlichen Folgen für uns und unsere polnischen Nachbarn sein können. Warum diese Sondersitzung heute hier, wo doch jeder weiß, dass die Außenpolitik nicht Aufgabe des Landtages Brandenburgs ist, sondern ausschließlich Bundesangelegenheit? Die Antwort findet sich ganz klar in einer sehr umfangreichen Auswertung des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung über die Programmatik, Praxis und Personal der Entwicklungspolitik der Antragstellerin. Sie ist geprägt durch, Zitat, eine distanzgeminderte Russlandnähe mit einer Vielzahl von Kontakten zu staatlichen und dubiosen nichtstaatlichen Organisationen und Personen, Reisen mit ungeklärter Finanzierung, Auftritten in und Verbreitung von russischen Propagandamedien und expliziter Vertretung von Positionen russischer Außenpolitik. Bemerkenswert ist die durchgängige Unterstützung autoritärer und reaktionärer Regime, Politiker und Bewegungen, sei es in Russland, Brasilien, Südafrika und Syrien. Zitat Ende. Die Antragstellerin arbeitet also bewusst gegen die EU, gegen die Interessen der Bundesrepublik und gegen die Verpflichtung, die uns unsere brandenburgische Verfassung bestimmt. Soweit so durchsichtig. Ich möchte an dieser Stelle noch an den Satz erinnern, mit dem die Antragstellerin selbst ihre politische Strategie umrissen hat. Je mehr Flüchtlinge kommen, umso besser für uns. Ja, nun ist es wieder soweit. Endlich können Sie wieder mit Ihrem alten Lieblingsthema eine Sondersitzung gegen alle anderen Fraktionen erzwingen und versuchen, in der Öffentlichkeit Angst zu verbreiten. Und davon werden wir uns nicht anstecken lassen. Denn unsere Außenpolitik wird nicht in Moskau oder Minsk gemacht und unsere brandenburgische Innenpolitik noch viel weniger. Wir wissen, dass auf allen Ebenen alle Verantwortlichen in Brandenburg, in Deutschland und Europa ohne großes Aufsehen, besonnen und unaufgeregt zusammen daran arbeiten, die Ordnung und die Humanität zu bewahren. Also genau das Gegenteil von dem, was die Antragstellerin will. Dankeschön.